Hi, gute Leute, willkommen zurück im LS19 auf der Gemeinderate, auf der momentanen Kartoffelkarte. Und ich kann euch sagen, mein lieber Freund, ich habe echt die Nachtschicht eingelegt. Also nicht so, ne, sondern auf der Karte. Aber die Zeit, die machen wir jetzt wieder auf halbwegs vernünftig. 5 reicht. So, ja, also ich habe echt Nachtschicht eingelegt mit Drahtlader hin und her fahren und Befülle und hast du nicht gesehen und keine Ahnung. Kartoffeln sind weg. Die hier noch nur auf dem Boden rumhängen, die kriege ich irgendwie nicht. Mal gucken, ob man da mit einer Kehrmaschine oder sowas das zusammenkratzen kann. Keine Ahnung, da komme ich mit dem Radlader mit der Schaufel nicht dran. Hier, es funktioniert, haben wir ja schon gesehen. Was nicht funktioniert hat hier, das Teil produziert ja Schweinefutter. Wenn man dann mit dem Menü halt reingeht und da sagt, kann man halt irgendwie Palette dann erstellen. Ne? Hat bei mir jetzt nicht funktioniert. Könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben, ob man dazu irgendwo ein Palettenwerk oder so ein Gedöns braucht. Sonst, wenn hier das Ding voll ist mit Schweinefutter, dann kann ich nichts mehr produzieren. Deswegen habe ich das, was hier stand vorher, habe ich dann im Endeffekt verkauft mit Gewinn, ne, weil das Schweinefutter damit verkauft wurde. Und habe denen das neu platziert. Also, aber ja, wenn, dann würde ich schon gerne das Schweinefutter auch noch mitnehmen. So, der ist voll. Ja, und da fahren wir jetzt mal zum Knollenkalle. Da gibt es die meiste Knete für die Kartoffeln. Und da können wir jetzt gerne mal hinfahren, beziehungsweise den können wir hinfahren lassen. Mit Auto 3F. Das ist nämlich unten an der Getreide AG, da darf der mal hinfahren. Der Hänger sieht natürlich aus, als wenn nur 80% maximal befüllt wäre. Er zeigt aber an 99%. I don't know very exactly, but egal, ne? So. War auch kurz davor, um noch einen Traktor zu kaufen. Aber der wäre mein ganzes Geld weg gewesen. So, wo sind wir denn? Wir wollen unten zur Getreide AG. Das müsste eine Stoß sein. Kannst du jetzt gerne mal hinfahren und fahren, ne, 50 fahren wir gar nicht, das kannst du mir glauben, das fahren wir maximal 30 lang durch, ey. So. Und wir springen in den Drescher, in jenen, ja, dann können wir gerade noch mal kurz durchchecken, Inspektion, Tanke und AdBlue reinhauen und dann nämlich Feld 1, der ist nämlich der Hafer, ist nämlich Reis. So, AdBlue voll. Reparieren muss ich eigentlich noch nicht. Sehe ich gerade, es ist echt noch im Rahmen. Ja, Diesel natürlich. Ne? Ich würde gern Ultimate Diesel. So. Dann holen wir unseren Mähbalken. Also kann sogar sein, dass das nächste vielleicht ein größere Drescher ist tatsächlich. Ne? Es wird zwar hier geschrieben, die Arbeitsbreite von 6 Meter wäre hier optimal, weil die Wege schmal sind, aber ich fahre hier nicht mit dem Mähbalken über den Feldweg, ich habe das Ding ja hinten dran hängen. Mal schauen. Ne? Traktoren hätte ich auch gerne natürlich noch verschieden, aber brauchen wir tatsächlich nicht. Weil, ne? Steht sowieso meistens immer einer rum, der nichts zu machen hat. Dann braucht man nicht nur ein Viertel, der fünfte. So, auf jeden Fall muss ich jetzt gucken, dass wir hier die Strohablage aktiviert kriegen. Das muss sein. Gell? Zeige mal. Strohablage anschalten, genau. Weil Strom ist die Schampe. Ballepresse. Dann wieder mal. Aber jetzt fällt mir gerade ein, Moment. Aha. Ich habe gerade gedacht, ich mache das mit AI-Extension, aber das machen wir tatsächlich nicht. Wir machen das mit CP. Ja, weil das letzte Mal haben wir ja das Problem gehabt, du musst mir das Ganze selbst machen. Weil ja kein Kurs da war, gell? So, den klappen wir mal auf. So, ich weiß aber jetzt nicht genau, wo der Kurs startet. Haben wir da, ich glaube, einen Endekurs, einen Drescherkurs hatte ich da schon gehabt auf der 1. Ne? Auf der 1, nachts in Mainz, keine Ahnung. Dreschen 67. So, wo fängt der Krempel? Oh, hier, das ist sogar gut. Zeige mal. Ja, das haut hin. Ne, weil, wie gesagt, ne, da kann man nachher auch eine Ballepresse hinterher schicken. Das ist ganz okay so. Der ist geladen, das ist so. Ganz kurz, dass er anhält beim Entladen. Wo war das jetzt nochmal?
Ah ja. Während des Abladen ist aktiviert, sehr schön. So. Dann fängst du mal am ersten Punkt an, mein Freund, ne? Und zeig mir, was du drauf hast hier. Das Schöne ist, dass wir hier ein bisschen Luft haben durch das, ja, ne? Weiße Bescheid. So, und wo ist Stroh? Nichts Stroh. Wo Staub ist doch, da liegt ein bisschen was. Gut, dann läuft es. Sehr schön. Ja, macht das nur gut, nicht, dass ein Baum hängen bleibt, das mag ich nicht. So, wir springen mal schnell zum Abfahrer. Hängt der irgendwo? Ist er noch unterwegs? Ah. Der ist so gut wie angekommen. Dann schmeiß ich ihn mal raus. So, wo ist der Knollenkalle? Jetzt ist mein Controller wieder kurz abgekackt. Knollenkalle heißt das Teil. Das ist nicht die Getreide-AG. Die Getreide-AG ist hier geradeaus in den Hochsilos. Der Knollenkalle, das muss da hinten drin sein. So, mal gucken, ob da was im Schild steht. Wäre günstig, wenn da ein Schild stehen würde. Weil hier, ah, guckst du. Knollenkalle, Kartoffeln und Rüben. Sehr schön, da können wir es loswerden. Aber auf jeden Fall rückwärts reinfahren, sonst ist es isch. Sonst wäre das nix. Das heißt, ein bisschen ausholen, Moment. Ja, Lenkrad ist, hat nicht ganz gereicht, würde ich sagen. Lenkrad ist natürlich noch nicht am Start, weil ich die Zeit nicht habe. Ich muss das echt mit Ruhe machen. Ich bin natürlich, ich habe es wohl getestet, ganz klar. Ich bin begeistert von der Seitenkonsole, da steht mal fest. Vom Lenkrad, habe ich ja schon erzählt, eigentlich noch nicht so ganz, weil ich viel zu viel Lenkbewegung habe, bevor hier was passiert. Oh, vor allen Dingen es funktioniert, also es lenkt nicht direkt. Ja. Also man ist jetzt ja vom Auto oder vom, ja, generell vom Fahrzeug im echten Leben, ist man jetzt gewohnt, ja, sobald du da irgendwas bewegst, funktioniert auch die Lenkung. Aber bei dem LS Original Lenkrad ist das irgendwie extremst, ja, wie soll ich das sagen, ungünstig, ja, das macht keinen Spaß, weil du musst echt, du kommst dir vor, als ob du einen Brotteig umrührst, ja, für um die Ecke zu fahren. So, jetzt gucken wir mal, das gibt dir auf jeden Fall mal gut Geld, ja, das macht dir schon mal Spaß. Da ist vielleicht auch ein Feld drin, du. Also was ich mache, sind sie Stausen? Okay. So, ja doch, das kann sein. Was ich auf jeden Fall machen will, ist noch Minimum 1 oder 2 Sortieranlagen irgendwo platzieren, weil die haben nicht viel Volumen. Aber dazu muss ich halt wissen, wie mache ich das mit dem Schweinefutter, mit den Paletten. Brauche ich da eine Palettenherstellung auch noch? Das kannst du nicht haben, gell? Das kannst du haben, du. So, Hofmitte. Ja, ballerst du jetzt mal direkt hier, oder? Ne? Mach wohl. So, bam, bam, bam. No. Sehr schön. Und Stroh. Wunderrichtig. Schnale. Läuft wie Spucke auf der Türklinke. So, mit dem müsste man aufs Feld 44 nochmal fahren, in der Hoffnung, dass wir da die zwei Düngestufen noch reinkriegen. Weil ich hatte in der Nachtschicht, in der Nachtschicht hatte ich das Feld 44. Also alle anderen Felder auch, das zweite Mal gedüngt. Beim Feld, Feld 1 war es tatsächlich, genau. Beim Feld 1 habe ich dann auch angefangen, habe dann aber blöderweise die Zeit vorlaufen lassen, weil ich gedacht habe, die Zeit ist mal wieder hell ist. Und dann ist auf Feld 1 hier links nur in der Mitte der Kern des Feldes, sage ich mal, ist doppelt gedüngt, außer um das Vorgewände. Hat nicht mehr gereicht, da wurde es erntereif und da wird nichts mehr angenommen, wie sie mir alle. Aber die 44, ey, musste, die 44, die musste eigentlich noch 2 Stufen anlernen. Weil die noch nicht erntereif ist. Dann schauen wir mal, gell. Man sieht es auch am Drescher, der ist erst 34% voll mit Hafer, hier ist schon so weit gefahren. Da merkst du tatsächlich, dass die Düngestufe fehlt jetzt wohl. Ist halt so.
So, hier ist natürlich auch Unkraut drauf mittlerweile, oder? Unkraut 100%. Oh oh. Da müssten wir tatsächlich vielleicht mit dem Striegel zuerst drüber fahren, weil das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ja, machen wir auch. Also mit dem geht es sowieso nicht. Dann holen wir unseren Johnny. Und striegeln die Hütte. Und wieder schön Staub dahinter. Cool. Ja, das ist mein Arbeiter. Der gehört zu mir. Der darf dort. Hallo, Mr. Striegel. Have you a bit of time for me? Also ich meine 67.000 jetzt für eine Nachtarbeit finde ich okay, also für die Nachtschicht, ne? Ist tatsächlich in Ordnung, sage ich ganz ehrlich. So, wie fahr ich jetzt da raus? Da vorne sind ja Bäume ohne Ende, da komme ich schon im Leben nicht drin. Nicht durch mit dem Teil, ne? Was wollte ich jetzt eben? Ich weiß es nicht mehr. Ja, 67.000 Euro für jetzt die Nacht durch Kartoffeln zum Waschen und Sortieren ist okay, finde ich. Kann man durchaus machen. So, man lasse gerade hier der MF durch, ne? Das ist für mich immer das schönste Bild, ja. Wenn du am Ende bist, weißt du, da kommt gleich Geld dran. Da fährt ein Helfer direkt zum Hof und sagt dann, okay, Chef, ich bin hier. Ja, coole Sache. Und hier ist der andere Helfer, der mir beim Dresche hilft, wunderbar. Achso, das habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, wann und wie ihr die Folgen alle seht. Das war jetzt noch, da ist ein Ast. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, die in den letzten zwei oder drei Aufnahmen, ich weiß nicht mehr bei welchen genau, ja, war, glaube ich, mein Mikrofon etwas leise. Ich bitte dies zu entschuldigen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das mittlerweile schon jetzt in den Kommentaren stand. Ja. So, da der Striegel auch 24 Meter hat, könnte man da eigentlich auch den Düngekurs nehmen. Fahr los. Danke. So. Der ist angekommen. Hier ist Strautmann, seine Größe hier, ne? Der ist auch nur gemietet bzw. geleased. Den muss ich auch dann früher oder später mal abgeben, sonst kostet er mir einfach zu viel Geld. Aber einen großen Anhänger brauchen wir auf jeden Fall immer, dass wir hier noch, wie gesagt, jede Menge Kartoffeln machen, waschen und verkaufen können. Da, 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 da. Da, da. So, das ist glaube ich auch Premiere. Ich habe glaube ich mit meinem F noch keine Abfahrer gemacht. Ich will nur arbeiten mit dem. Moment, wo ist denn der Drescher? Da hat der 181. Können wir auch da unten rausfahren? Dann musst du irgendwo da unten in der Ecke, werde dann irgendwann voll werden. Hoffentlich. Sobald er dann anfängt, nämlich die doppelt gedüngten Stellen zu erreichen. Guck, da ist er doch, siehst du. Hab's doch gewiss, du machst da rum. Du machst da rum und seht nichts. Hat schon hier am Blinken mit 85%. Guck mal da. Jetzt rabbelt gleich mein Timer, aber einmal abtanken machen wir schon noch, gell? Das muss drin sein. Na, bin ich Hinseher oder was? Wird schon so, oder? Jawohl.
Ist natürlich wieder mal nett. Na gut, jetzt, momentan geht es tatsächlich noch. Ich habe ja immer gesagt, dass CP in der Kurve so gut, also eigentlich immer stehen lässt, aber ich muss sagen, hier in dem Fall, na gut, da sieht man es ein bisschen, gell? Das kriegt halt CP nicht so 100% hin, man sieht es hier. Muss mal beim Kuber nachher, beim Einsehen, wie der mal richtig in den Griff kriege, ich das Ganze. So, ich bin jetzt aber halt voll, ich muss nämlich auf Arbeit. Und da ist auch schon ein anderer Reifen getan, da gab es. Oh, sehr schön. Muss entladen werden, macht Dinge. Ja, dann machen wir es nur raus, Alter. Gut, liebe Leute, dann war es das von mir im LS19 von der Gemeinderade für die zweite Folge. Ja, nachher, das erste Mal geht es weiter mit Ernten und mit Düngen und mit, ja, keine Ahnung, Kartoffeln, aber erstmal die Schnauze voll. Ich muss mir da erstmal was überlegen. Und bin auch mal gespannt, wenn dann mal gucken, ich muss dann mal vielleicht ein bisschen googeln oder ein bisschen YouTuben. Ja, es gibt ja Videos für der Kartoffelsortieranlage, aber bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, wie was ich dazu brauche. Ja. Vielleicht gehe ich nochmal auf die Internetseite, wo ich es her habe. Da steht vielleicht was drin, gell? Gut, wie gesagt, dann war's das, die zweite Folge für heute. Bis 16 Uhr. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.